Herzlich willkommen aus den UFOmann Studios in Berlin. Hier UFOmann LP live und weiter geht's, meine lieben Freunde. Naja, live nicht ganz, wurde jetzt hier am Sonntag, letzten Sonntag aufgenommen. Die Folge 369 Minecraft Ufotopia. Wir wollten jetzt, oder ich wollte jetzt mal in dieser Folge mal hochgehen. Mal hier oben mal gucken, dass wir das auch noch ein bisschen herrichten hier als Station. Wer weiß, kann später mal günstig sein, wenn man dann auch weiß, hier guck mal, wie schön. Wenn man später dann auch mal weiß, wo man hier... So, hier machen wir erstmal eine kleine Barriere, damit hier keine Monster direkt spawnen. Nicht, dass uns da wieder ein Creeper das Tor ausbläst. Komm schon. So. So, da haben wir das schon mal. Und jetzt mache ich mir hier noch eine schicke Markierung. Dafür habe ich ja extra 7 Milliarden von dem Zeug hier mitgenommen. Wichtig ist natürlich, dass wir nicht abstürzen. Jetzt, okay, haben wir schon alles. So, jetzt hier rauf. Hallo, komm schon. So. So, und jetzt auch zack und 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 zack. So, mal hoffen, dass wir nicht abstürzen. Wie hoch war der kommt mit unserem schönen Türmchen? Risiko. Diesmal ohne Schleichentaste. Darf ich jetzt nur nicht aus Versehen eine Richtungstaste drücken, sonst sieht es ein bisschen schlecht aus. Wir werden erst die Landschaft uns mal angucken, wenn wir eine gewisse Höhe hier erreicht haben mit unserem Türmchen. Na, komm schon. Na, weiter. Kann nicht hoch genug sein, so ein Turm. Wenn wir den von Weitem mal sehen wollen. So. So, und weiter geht's. Hohoho, wenn ich hier runterstürze, bin ich sofort tot. Dann bin ich natürlich auch ein Ufotop, ja? Eieieiei. So, weiter, immer höher. Gleich ist die Schleichentaste dran. Eieiei. Da wird ja dann über 60 hoch, der Turm. Oh weia. Höher. Alter Schwede. Ist schon ein bisschen schwindelig. Mir wird gerade ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. So. Jetzt die Schleichentaste drücken. Okay, mal gucken. Oh, eine Wiese. Okay. Ist jetzt schon in Wolkenhöhe. Da hinten. Ah, okay. Aber sieht mir nicht so richtig nach Pferdewiese aus. Einfach eine x-beliebige Wiese. Da der Wald könnte interessant sein, dass da vielleicht noch eine schöne Höhle ist oder so. Gut, dann werden wir mal... Wo ist denn das Portal? Da unten. Okay. Werden wir jetzt mal hier eine Fackel hinsetzen? Das macht mir hier keinen Ärger. Schleichentaste haben wir gedrückt. So. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt den hier wegschlagen. So. Jetzt hier runter. Ups, okay. So, und jetzt? So. Jetzt brauchen wir die Schaufel oder die Spitzhacke? Spitzhacke nehmen wir, wa? Nicht, dass wir zu schnell. Wir werden mal die Eisenspitzhacke nehmen. Nicht, dass wir nachher noch zu schnell runter gehen hier. So. Eieiei. Eieieiei. Jetzt geht's aber runter hier mit unserem Netherstein-Fahrstuhl. Haben wir doch eine super Markierung. Ich meine, man muss sich ja auch was einfallen lassen, wenn man keine Minimap hat. Hey, die sieht man bestimmt schon von ganz weitem. So. Okay, wir haben die Sache schon mal überlebt. Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn wir gleich mal schlafen. So. Der Mond geht auf und wir schlafen.
Wir werden bald zurückgehen zum Hafen. Okay. So, wo war dieser Wald? Der war doch, wo war denn der eigentlich? Da war der. Komm, dann gehen wir mal zu dem Wald gucken, ob das irgendwie... Oh, wir müssen was essen. Ob wir da vielleicht noch eine Kleinigkeit finden, die uns interessieren könnte. Ansonsten, bis daher. Ich weiß doch gar nicht, wie ich die Station nennen soll. Ist hier was drin, was Schönes? Eine Höhle? Ist nur ein übliches Wasserbecken, war? Nö, damit können wir jetzt so viel nicht anfangen. Ja. So, ich habe da noch mal überlegt, ob ich mit dem Pferd nach Ufotopia reite, werde ich nicht machen, weil dann ist irgendwie die Verbindung gekappt. Eigentlich hätte ich ganz gerne eine direkte Verbindung von Ufotopia bis Pupsdorf. Und da müssen wir dann, denke ich mal, dann doch das weiterhin Portale bauen. Ist ja nicht mehr weit. Wir müssen, glaube ich, noch 200 Blöcke im Nether. Dann bauen wir wieder ein Portal und dann sind wir eigentlich schon ziemlich dicht dran an Ufotopia. Und dann können wir den Rest vom Portal aus dann nochmal per Schienenstrang machen bis nach Ufotopia oder bis zum Nether-Portal-Tempel in Ufotopia. Vielleicht hat man auch irgendwann mal Glück und spawnt dann direkt im Portal-Tempel, weiß auch nicht. So. Und gleich mal ein bisschen Eisen mitgenommen. So, jetzt müssen wir natürlich dran denken, dass wir da in diese Richtung wieder zu... Warte mal, was ist denn das? Richtung Osten, merken. Merken, Richtung Osten kommen wir wieder zurück. Weil hinter dem Berg sehen wir jetzt unsere Markierung nicht. Könnten wir höchstens mal gucken, ob wir hier irgendwie was Interessantes finden. Hühner ohne Ende, okay. Sollte man natürlich, wenn man das dann möchte, auch schlachten. Ja, nicht wenig. So. Und zaubern, zaubern, zaubern. Wir müssen zaubern. 31 XP, ey. Die können wir doch nicht so im Raum stehen lassen. So, hallo. Pfeile ohne Ende. Pfeile ohne Ende. Pfeile ohne Ende. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Mal irgendwas um die 3000. Oh, 4000. Uiuiui, ist ja weit weg. Mal da drüben noch gucken, ob da was Schönes ist. Aber ich glaube, hier ist nicht so viel los in der Gegend. Ups. Oh, nein, ich bin hier reingefallen. Ich will schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Schnell wieder raus. So, Huhn, ja. Ich muss jetzt sterben. Ah, guck mal, von hier aus sehen wir unseren... Ist schon geil, so eine Huhntürme zur Orientierung. Bin ich ja ein großer Fan von. Habe ich zum ersten Mal bei Opa spielt gesehen. Und seitdem finde ich die gut, diese langen Orientierungsnadeln. Es gibt ja noch so eine Strahldinger da irgendwie, aber da braucht man irgendwas aus dem End. Und diese, fällt der Name nicht ein, die machen dann so einen Lichtstrahl, der im Dunkeln auch zu sehen ist, der irgendwie bis in die Unendlichkeit nach oben geht. Da ich ja noch nicht im End war. So, okay. Gut, hier sind immer noch Hühner, Hühner, Hühner. Könnte man die Station ja schon fast Hühnerwiese nennen. Ein paar Hühner werden wir mal am Leben lassen. Nicht, dass wir hier die ganze Population ausrotten. Ach, guck mal, was haben wir da hinten? Da ist ja eine Art Wüste. Oh. Könnten wir eigentlich mal gucken gehen, was da ist. Würde mich ja mal interessieren. Komm, dann gehen wir hier durch. So. Machen wir mal wieder einen Blick rüber zu unserer Nadel, die wir jetzt gerade nicht sehen. War zu weit weg jetzt? Ja, kann sein, dass wir jetzt aus dem Bereich raus sind, unserer Sichtweite. Das... Natürlich schade, da könnten wir jetzt mit dem Optifine, glaube ich, haben wir eine größere Sichtweite. Sehen wir denn die Nadel noch im Nebel wenigstens irgendwo? Nee, leider nicht. Guck mal, hier haben wir so eine Art Wüsten,
Wüstenbiom. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein NPC-Dorf. Und da kommt eine Wüste. Ach nee, es ist ein Strand. Warte mal gucken, es ist bestimmt ein Beach. Wie heißt bestimmt Beach das Biom, oder? Genau, Beach. Genau, wir haben eine Beach gefunden. Cool. Jo. Lass uns noch mal ganz kurz die Diamantschaufel aktivieren. Dass wir da vielleicht auch mal diese ganzen Vorräte, die müssen wir nämlich auch alle nach Ufotopia schaffen. Weil ich habe so einen Bock zu bauen. Ich will da irgendwie was Großes bauen. Ich habe mir so überlegt, wenn wir den Tempel erweitern da, unseren Turm von Babel, den wir haben. Sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass jemand im Prinzip ein Riesenhaus baut. Wisst ihr, was ich meine? Na doch, Schlösser haben sie schon gebaut. Einfach, dass man im Prinzip ein Haus baut, was man immer wieder mit neuen, also so ähnlich, Opa Zeron hat ja sein Dorf. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, alle Dinger, die er da gebaut hat, der Schmied und das Bad und der Doktor und die ganzen Häuser, die er gebaut hat und die bestimmte Namen und Funktionen haben, wenn man die jetzt alle aneinander schachteln würde, daraus ein unglaublich großes Haus mit verwinkelten Gängen und Aufgängen entsteht und jedes Zimmer ist im Prinzip auch wieder so groß wie ein ganzes Haus und hat irgendeine bestimmte Funktion. Also A, würden da ja nie Monster reinkommen wahrscheinlich. Und B, würde es einfach von außen, wenn man kommt vom Weiten, würde es ziemlich geil aussehen, wenn es ein einziges Haus ist. Stelle ich mir so vor. Oh. Man muss es ja auch nicht alles aus Sandstein bauen, weiß ich noch nicht genau. Ich müsste auch mal irgendwas aus Quarz bauen. Mittlerweile haben wir da doch schon eine ganze Menge Quarz zusammen. Aber jetzt hole ich mir ja mal ein bisschen Sand. Dass wir wenigstens ein bisschen was von unserem Ausflug haben. Wenn er so völlig ohne Beute zurückkehrt, ist ja auch irgendwie so ein bisschen lascher. So. Kann man gerade ein Weihnachtslied hier? Naja, kann man ja auch nicht oft genug hören. Ist ja bald Ostern, da kann man sich ruhig mal ein Weihnachtslied anhören. Sehr schön, nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Ach, wie schön. Dieses Geräusch schon alleine, wenn das ins Inventar reinploppt, alles. Ja, das finde ich immer gut so. Sehr schön. Ja, ja, mehr davon, mehr davon. So. Wenn wir die restlichen Sanddinger hier nochmal einsammeln. Da, 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 da. Kommt alle in mein Inventar. Kommt alle in mein Inventar. So, ja, schön. Kommt zu Papi. Komm zu Papi. Komm zu Papi und pack den Sand in den Papis Rucksack. Ba 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 ba. Sehr schön. Guck mal, wie das hier weggeballert wird mit der Diamantschaufel. Herrlich. Haben wir jetzt eigentlich die Diamanten noch dabei? Ich hoffe mal, wir waren so vernünftig und haben die nicht dabei. Ne? Ist mein Inventar schon wieder voll? Oh, Alter. Wollen wir es wegschmeißen? Das brauchen wir nicht. Da 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 da. Na gut, dann nehmen wir noch ein paar, dass wir das Stack noch voll kriegen. Den Stack, das Stack, die Stack? Keine Ahnung, schreibt doch mal in die Kommentare, ob das Stack oder der Stack heißt. Bam, bam. So. Guck mal, da hinten haben wir so eine schöne Berge. Oh, eine Pferdewiese, oder? Ne, eine Schaffarm. Haben wir denn eine Schere dabei? Na gut, wir haben ja noch nicht mehr Platz für Wolle. Es sei denn, wir würden hier die Eier wegschmeißen und würden uns hier eine... Nein, doch nicht mit Kohle. Und uns hier mal eine kurze Werkbank bauen. Da kommen sie schon, die sind nämlich neugierig. Hatte ich ja letztens schon mal erzählt. So, dann machen wir uns hier mal eine Schere. So. Und schmeißen noch irgendwas weg. Hier die Kohle vielleicht. Dann fangen wir mal an, Schafe zu scheren. Zack.
Ja. Ich habe die ja in letzter Zeit immer alle getötet. Und letztens war meiner Gästewelt der entweder June Deinisch oder andere Player, ich weiß nicht welcher von beiden. Ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und der hat natürlich wie selbstverständlich eine Schere gebastelt, um sich auch natürlich die Pferde zu erhalten. Die Schafe. Oh, ja. Vier Obsidian haben wir noch dabei. Ach nee, schwarze Wolle. Ah, okay. So, jetzt werden wir mal ganz schnell schlafen, bevor wir hier wieder in die Luft gesprengt werden. Ah, da guck mal. Haha, im Gegenlicht sieht man dann unseren Pfeiler oder was? Im Gegenlicht von der Sonne. Jetzt sieht man den nämlich nicht mehr. Eben hat man den gesehen. Doch, da ist er. Guck mal da. Wow, haben wir doch eine ganz schöne Sichtweite. Das ist ja schön, dass wir den noch sehen. Unsere Orientierungsspitze. So, was können wir jetzt noch wegschmeißen? Sand möchte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Erde können wir immer wegschmeißen. Erde brauchen wir nicht. Haben wir ja noch. Also brauchen wir im Moment nicht, sagen wir es mal so. So. Ein bisschen Schweinefleisch noch mitnehmen. Da haben wir noch Wolle, die ist leider grau, deshalb können wir die scheinbar nicht einsammeln. Können wir denn noch Platz machen? Nein, wir können keinen Platz mehr machen. Wir können jetzt vielleicht gerade so hier nochmal das Huhn schlachten. Mal da noch ein bisschen mitnehmen. So. Das war es eigentlich schon. Wir können jetzt aber mal ganz schnell. Merkt euch mal, wo ist denn das Ding hier? Warte mal. Das ist in Richtung Osten nach wie vor. Würde ich ganz gerne mal. Guck mal, da haben wir einen Sumpf scheinbar. Da können wir noch mal kurz hier. Ach, weißt du, was wir nicht brauchen? Wir brauchen das hier nicht mehr. Netherstein. Weg damit, brauchen wir nicht. Und dann können wir nämlich hier die Wolle noch einsammeln. Die ist auch nicht unwichtig. Wenn wir alles so viel hätten wie Netherstein. Ach, guck mal, und Leder. Jetzt haben wir hier eine Art Sumpf gefunden. Ach, kein Platz mehr im Inventar, Mist. Hier noch ein bisschen Wolle mitnehmen. Ja. So. Die Kühe können wir eigentlich auch schlachten. Sind die ganz neugierig, bevor die mitkriegen, dass ich böse bin. So schnell konnten die gar nicht wegrennen. Gut, dann schmeißen wir noch einmal Steine weg. Ein bisschen Platz haben. Ich hoffe, dass wir das Leder auch einkriegen. Ne, das Leder kriegen wir nicht. Müssen wir nochmal Steine wegschmeißen. Weil Steine haben wir echt genug. So, ihr siehst jetzt haben wir auch das Leder eingesammelt. Das ist sehr schön. Leder ist nämlich auch eine wichtige Ressource. So, dann werden wir demnächst, glaube ich, auch mal wieder Pilzsuppen machen. War aber ach, mein Inventar. Also ich will auf jeden Fall hier mal noch mal kurz gucken in den Bergen. Können wir vielleicht noch ohne Höhle. Wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Da ist schon ein Böser drin. So. Diamantschwert ist gleich zu Ende. Noch ein bisschen Kohle noch drin. Aber klar, dass es hier noch weitergeht, war eigentlich relativ klar. Guck mal, das sieht aber spannend aus. Hier ist einfach nur so ein Loch drin, dass sie nicht durchkommen. Wer weiß, wer da drin ist. Wer weiß, wer da unten haust, dass da so eine. Oh, guck mal hier. Dass da so eine Absicherung ist. Ah, hier ist nichts weiter. Nur Kohle. Haben wir keinen Platz für. Oder? Haben wir Kohle noch Platz? Nee. Wir haben gar keinen Platz mehr. Nur noch für Wolle. Selbst für Eisen haben wir keinen Platz mehr. Oh nein, ich will aber Eisen haben. Kann auch nicht hier ohne Eisen. Warte mal. Wie kriegen wir das Eisen noch rein? Tja, Eisen ist ja wertvoller als Sand. Wa? Guck mal, da könnte man zum Beispiel hier, siehst du? Aber opfern, tauschen wir mal Eisen gegen Holz sozusagen. Aber dann würde ich ganz gerne wirklich mal hier mal gucken. Ich meine, warum ist denn das so abgeschirmt? Was ist denn da fürchterliches? Dass da keiner rein darf. Muss doch einen Grund haben. Ohoho. Nichts. Doch ein bisschen Eisen, okay. Das nehmen wir natürlich mit.
Eisen ist ja ziemlich rar auf meinem Gäste-Server. Aber hier auf dieser Welt, die damals noch generiert wurde, wobei das hier dann auch schon wieder neue Bereiche sind, da ist Eisen eigentlich ganz gut vertreten, oder? Oh, ein Creeper. Dann gehen wir mal wieder hoch. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt Bekanntschaft mit dem machen. Hier ist scheinbar schon wieder die Wolle nachgewachsen. Nehmen wir natürlich da nochmal mit. Danke. Danke. Da sind auch noch zwei. So. Danke. Danke. Jo, also egal wo du hinkommst, ein bisschen Ressourcen kannst du überall sammeln. Jetzt werden wir uns gleich mal den Meister Plüschfuß hier vornehmen. Und haben ein bisschen Schwarzpulver. So auch nicht einsammeln können. Wo wir jetzt eigentlich auch nichts... wollen wir da irgendwas noch von tauschen, um das Schwarzpulver zu bekommen? Ich wollte doch irgendwann nochmal die Dynamit-Aktion machen, wisst ihr, ja? Komm, wir essen mal was. Da brauchen wir natürlich Schwarzpulver. So, nehmen wir hier mal noch die Wolle mit. So schön. Da ist auch schön. Es wächst ja irgendwie ganz schnell nach. Ich komme ja gar nicht hinterher mit den Scheren. Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal uns zurück machen. Da sehen wir aus ganz weiter Entfernung unseren super tollen Turm. Weil wir extra gebastelt haben. Bewegen uns mal direkt drauf zu. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar, sonst würde ich hier die ganzen Rosen auch noch mitnehmen. Da haben wir noch ein paar Schafe. Dann würde ich dieses Gebiet vielleicht mal Schafgebiet nennen oder so, oder Schafwiese, große Schafwiese vielleicht. Würde ich das mal nennen. Na? Okay. Große Schafwiese ist, glaube ich, angemessen. Da haben wir wieder Sumpf, nochmal Berge. Hier haben wir noch mehr Schafe. Babab, babab, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Grau und schwarze Wolle. Warum sammelst du nicht ein? Manchmal ist er nicht schnell genug. Ja, so. Da haben wir schon wieder unsere Markierung. Hier haben wir eine schöne Höhle, oder was? Aber was für eine. Aber was für eine. So, welche Ebene sind wir denn hier eigentlich? 64, okay. Nee, aber macht ja keinen Sinn. Wir können ja nicht in die Höhle runter, weil wir überhaupt nicht mehr Platz haben. Kein Platz mehr. Gleich mal unsere Notiz da. Hier noch mehr Höhlen Richtung. Mal gucken, wenn wir da sind, gucken wir mal, welche Richtung das ist. Und dann schreiben wir auf Schafwiese. Da 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 da. Da 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 da. So. Haben wir ein Schild dabei? Haben wir nicht. Dann gehen wir erstmal runter. Packen hier einen Teil unseres Inventars in die Kiste, die wir unten haben. Und holen uns mal ein Schild. Hopp, hopp, hopp. Guck mal, das kam weg. Ne, das können wir dann gleich in den Ofen hauen. Die Wolle mal raustun. Den Sand raustun. Und dann bauen wir uns mal schnell Schilder. Kriegst du eh nur drei Stück, was heißt nur? Kriegst du hier sofort drei Stück, wenn ein paar. Hey, warum habe ich denn keine? Brauche ich doch mal ein paar Stickies dafür. So, ein Sticky nur und der Rest sind sechs Blöcke Holz. Da haben wir schon wieder drei Schilder. Unabhängig davon können wir hier mal den Ofen, den wir hier so haben, genau. Hey, haben wir hier noch Kohle drin? Ei, keine Kohle mehr. Oh,
ja sehr ungünstig. So, da müssen wir hier mal, habe ich jetzt ganz vergessen, die Richtung nochmal genau auszuloten. Ich Idi. Wo kommt man jetzt raus? Auf welcher Seite? Warte mal so. Hier war das. Hier in diese Richtung. Schafwiese. Bis Süden. Richtung Süden ist die Schafwiese. Aber hier unten schreiben wir jetzt mal ran. Richtung Hafen Pupsdorf. Okay, dann gehen wir wieder runter und schreiben Richtung Süden Schafwiese. So. Hier kommt das rein. So, und dann Richtung Süden Schafswiesen. Wiesen. Fertig. So, und dann brauchen wir vielleicht noch hier Hafen Pupsdorf. Da machen wir uns noch einen Pfeil. Zack. So, weil wenn das Ding jetzt hier immer größer wird und irgendwann waren wir hier schon seit Monaten nicht mehr gewesen, dann haben wir überhaupt gar keine Orientierung mehr. Deshalb werden wir sogar mal gleich hier in die Lore steigen und beim anderen Tor auch nochmal so einen Hinweis machen. Nein. Warum fährst du denn hier in die falsche Richtung? Arg. Arg, kann ich dazu nur sagen. Na gut, dann mache ich hier auch noch schnell eine Markierung. Dann mache ich hier mal. Dann machen wir das hinten am besten. Hier vielleicht. Hier. Hier. Ufo. Topia. Streck. Ups. Utopia Strecke. Strecke. Passt nicht. Ufotopia. Dann machen wir einfach Ufotopia. Bing, bing. Bing. So. Und dann machen wir hier. Genau. Haben wir noch ein Schild? Die gehen aber weg wie nichts, ey. So. Wir haben auch keine Kohle mehr. Mann, müssen wir mal Kohle mitbringen. Hier können wir übrigens auch gleich mal was brutzeln. Eisen zum Beispiel. So. Gut, dann machen wir uns noch mehr Schilder. 1, 2, 3. So. Zack. Dann kommt jetzt hier Schild dran. Zack. Hafen. Pupsdorf. Passt wieder nicht. Hafen. Pupsdorf. Endstation. Zack. Nein, Endstation groß. Endstation Hafen. Schreiben wir nochmal Hafen. So. Fertig. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben und machen uns oben auch noch ein Schild. Und dann haben wir die schon mal schön beschriftet, die ganzen Schilder. Oh. Machen wir hier noch ein Schild. Und zwar den Netherway nach Ufotopia. Fertig. So, Netherway nach Ufotopia. Und jetzt schnell schlafen gehen. Oh, was ich hier schon für einen Haufen Zeug mitgeschleppt habe. Unglaublich. So.
So, meine lieben Freunde, das war's wieder. In der nächsten Folge werden wir dann doch nochmal den Tunnel weiterbauen. Weil es ist ja jetzt nicht mehr so weit noch. 200 Blöcke im Nether und dann sind wir schon fast da. Da werden wir jetzt mal keine Experimente machen da oben. Ein bisschen Inventar leeren. So, ich kann nur sagen, danke fürs Zuhören, meine lieben Freunde. Und ich sage an dieser Stelle, auf Wiedersehen.